Oh, in meinem Kopf dreht sich alles. Ich fühle mich komisch. Oh Gott, da würde ich mich aber auch komisch fühlen. Mein Telefon. Das muss McPherson sein. Sie will wahrscheinlich herausfinden, wo ich bin. Huch, da war gerade ein kurzer ein. Ja, ich kann da nicht einfach hin, weil da überall Glasscherben sind. Ich speichere aber auch mal eben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht zwischendurch. Da geht sie wahrscheinlich nicht hin, ne? Vorsicht, hier liegt überall Glas. Ja, kannst du das nicht trotzdem nehmen? McPherson, haben Sie mich lokalisiert? Haben Sie herausgefunden, wo sich dieses verdammte Haus befindet? An einem ruhigen Ort. Keine Sorge, man wird uns nicht stören. Sie werden damit nicht durchkommen. Ich habe McPherson alarmiert. Das FBI und die Polizei werden bald hier sein. Sie wissen genau, wo ich bin. Das Lustigste daran ist, dass du deine Worte selbst zu glauben scheinst. Ich schlage dir einen Handel vor. Wenn es dir gelingt, hier herauszukommen, lasse ich dich vielleicht frei. Ich habe ein paar Überraschungen auf deinem Weg in die Freiheit vorbereitet. Nur um alles etwas interessanter zu machen. Bitte, lassen Sie mich gehen. Na los, reiß dich zusammen. Oh, noch eine Kleinigkeit. Während du bewusstlos warst, habe ich dir eine kleine Dosis Gift injiziert. Du solltest schon die ersten Symptome spüren. Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit und schließlich den Tod. Du solltest dich schnell auf die Suche nach dem Gegengift machen und nicht vergessen. Mithilfe des Halsbands kann ich dich wieder zur Vernunft bringen. Viel Glück, meine Hübsche. Da hat wohl jemand viel zu viel Zock gesehen, würde ich sagen. Neues Einsatzziel, das gucke ich mir natürlich gleich an. Ja, das sind ganz schön viele Ziele, ne, würde ich sagen. Verlassen Sie das Zimmer, trinken Sie das Gegengift und nehmen Sie das elektronische Halsband ab. Eins nach dem anderen. Ich muss die Schnalle an diesem verdammten Halsband aufbekommen. Okay. Aber wie wissen wir nicht? Ich muss die Schnalle an diesem verdammten Halsband aufbekommen. Na gut. Ist das hier tatsächlich irgendwas auf Zeit? Was haben wir hier? Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Ja, mach doch mal an. Zu funktionieren. Ja, toll. Diese Schriftzüge, sollen sie mir helfen oder Angst einjagen? Why me? 2324, please. Help me. Okay. Hä, da unten ist doch was. Oh mein Gott, das ist richtig gruselig. Da ist nicht genügend Platz, okay. Oh mein Gott, da war auf jeden Fall was drunter. Ich weiß nicht, ob das eine Ratte sein sollte. So, dann lass dein Handy mal da. Hier ist ein Bild. Das Foto einer Schauspielerin. Vielleicht soll mich das daran erinnern, dass ich jetzt selbst in einem Film mitspiele. Mit einem vollkommen durchgeknallten Regisseur. Das Foto einer Schauspielerin. Okay. Ich vielleicht dachte, soll ich mich das daran erinnern, abmachen. Dass ich jetzt selbst in einem Film mitspiele. Mit einem vollkommen durchgeknallten Regisseur. Jo. Hier ist ein... Er ist zu hoch, ich kann ihn nicht öffnen. Ja, stell dich nicht so an. Jetzt kannst du aber die Matratze nehmen. Hä, da ist doch irgendwas unten. Ist das eine Hand? Okay, die Matratze kann ich wahrscheinlich über die Dinger hier legen. Nicht? Okay, dann guck mal hier. Verschlossen. Wenn ich über diese Scherben laufe, werde ich mich böse verletzen. Gut, aber dafür haben wir ja hier die Matratze, ne? Jetzt kann ich sie auch drauflegen. Und dann komme ich wahrscheinlich auch dorthin. Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Okay. Das Kabel läuft durch die Wand. Boah, ich bin richtig unter Druck gerade. Was haben wir da?
Sechseckiger Schlüssel. Eine Speicherkarte. Ich kann ihren Inhalt auf meinem Sprachrekorder abrufen. Ja, dann mach das doch. Hey, habe ich das nicht? Hallo, kann ich das nicht? Hier ist kein Kommentar. Verschwinden Sie. Das ist die Tonspur von einem Bericht, den ich über den Ostküstenkiller gemacht habe. Warte mal. Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Hast du aber dazu nichts gemacht, ne? Und da kann ich wahrscheinlich hiermit auch nichts machen. Nein, aber ich glaube, vielleicht kriege ich... Verschlossen. Kriege ich das damit vielleicht auf? Na, siehste. Pulver, was? Pulverfeuerlöscher. Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Ein Pulverfeuerlöscher. Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Kann ich das damit benutzen, um das kaputt zu machen? Ja gut, hätte ja sein können. Kann ich mich hier nochmal angucken? Kann ich damit was anrichten? Das wird niemals funktionieren. Okay. Hiermit wahrscheinlich auch nicht, ne? Das wird niemals funktionieren. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich probiere jetzt hier einfach ein bisschen aus. Diese Schriftzüge, sollen sie mir helfen oder Angst einjagen? Kannst du... Nein, kannst du nicht. Aber guck mal da unten. Da ist auf jeden Fall eine Hand oder sowas. Boah, es wird langsam echt knapp. Der ist zu hoch. Kann ich den vielleicht damit kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Tja, ich bin ein kleines bisschen aufgeschmissen. Und es wird langsam richtig knapp hier drin. Die Tür ist verschlossen. Kannst du sie aufknallen? Ich kann nichts tun, er ist zu schwer. Das Gift raubt mir die Kraft. Und hiermit? Keine gute Idee. Okay. Hiermit kaputt machen. Guck dir den mal an. Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Ja, aber kannst du damit nichts machen? Warum nicht? Okay. Da macht sie ja auch nichts. Hier ist auch nichts mehr. Keine Sorge, wir kriegen das in der nächsten Runde dann hin. Hier war doch gerade irgendwas. Da habe ich ja schon reingeschaut. Da ist aber nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Und wir sterben jetzt gleich. Ich kann den hier noch verwenden. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay. Wir sind gestorben. Beladen, um weiterzuspielen. Jo. Dann machen wir hier mit Paloma nochmal weiter. Zum Glück haben wir gespeichert. Ja. Ja, okay, sorry. Das Halsband. Das heißt, wir müssen als erstes hier das Handy nehmen. Vorsicht, hier liegt überall Glas. Ja, ja, jetzt nimm das Handy. McPherson? Sie? Ah, mit Leertaste. Okay, dann geh als erstes dorthin. Leg das Handy weg. Nimm die Matratze. Guck dir das Ding hier an. Wenn ich über diese Scherben laufe. Ja, ja. Und dann kannst du es hier benutzen. Dieser Irre hat überall Kameras aufgestellt. Verschlossen. Ist abgeschlossen. Aber der Riegel sieht nicht sehr widerstandsfähig aus. Dann kann ich das doch benutzen, oder nicht? Speicherkarte. Ich kann ihren Inhalt auf meinem Sprachrekorder abrufen. Jo. Dann haben wir hier... Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand.
Okay, aber bei der Wand kann ich nichts machen, ne? Dann gehe ich als erstes jetzt mal... Nee. Hier zu dem Schrank. Jo, verschlossen. Ich beeile mich gerade ein bisschen. Aber das kriegen wir damit auf. Und damit haben wir dann dieses Ding. Kann ich das kombinieren? Nein, okay. Wir haben auf jeden Fall den Feuerlöscher, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit machen soll. Vielleicht kann ich damit die Kamera... Nee, damit macht sie nichts. Dann jetzt vielleicht die Tür. Verschlossen. Ja, aber benutzt doch den hier. Ich kann nichts tun, er ist zu schwer. Das Gift raubt mir die Kraft. Hä, aber kannst du nicht... Keine gute Idee. Ich kann nichts tun, er ist okay. Zu schwer. Das Gift raubt mir die Kraft. Verschlossen. Verschlossen. Aber der Riegel sieht nicht sehr widerstandsfähig aus. Verschlossen. Okay, kann ich da oben was dran machen? Nein. Dort auch nicht. Dann habe ich hier noch, aber da kann ich auch nichts dran machen. Genau wie mit dem hier. Okay, sie sagt, sie ist zu kraftlos, aber sie muss das irgendwie doch aufbrechen, oder nicht? Ach so, warte mal. Kann sie das nicht... Moment mal. Könnte sie den nicht leer machen und dann benutzen? Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Diese Schriftzüge. Ah, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Hier war gerade das hier. Nee, nee, lass das mal ruhig da. Und hör auf, da so oft drüber zu gehen, das ist ekelhaft. Hallo? So, und jetzt kommt sie doch daran, oder nicht? Zu zwei Dritteln gefüllte das Flasche. Es geht an, dass diese Flasche ein chemisches Reaktionsmittel enthält. Um das Wahre vom Falschen zu trennen. Was soll das bedeuten? Okay. Vier Röhrchen mit Flüssigkeit. Hier unten steht, welches? Okay, warte mal kurz. Dann leg mal erstmal den Feuerlöscher da ab. Puh, das ist ganz schön tricky, wenn das auf Zeit geht. So, und dann kannst du das nehmen. Beeil dich mal, dein Leben hängt davon ab. Kombinieren mit dem. Das macht sie nicht. Okay. Mit farbloser Flüssigkeit. Was ist das hier jetzt? Behandeln. Kann ich jetzt kombinieren? Das ist schwarz. Oh, okay. Na gut, aber wir wissen jetzt so ungefähr, wo wir da hinkommen. Spielladen. Paloma. So. Alle guten Dinge sind ja drei und ich denke, ich hoffe mal, wir werden es jetzt schaffen.
Okay. Ja, nimm das. Tritt in die Scherben. Halt dir dein Knie fest. Ja, jetzt nimm das Handy. Bla bla bla. Naja, ja, ja. Okay, schnell hier hin. Hier hin. Eigentlich ist es jetzt gerade doch gar nicht so wichtig, dass wir da alles rausholen. Sondern erstmal ist doch wichtig. Ja, ja. Erstmal ist doch wichtig, dass wir das Gegengift da rausholen, oder? Dann machen wir das als erstes. Verschieben das Bett. Boah, das ist so ekelhaft mit der Hand da, ne? Gehen hier an den Kasten. Holen das Zeug raus. Flüssigkeit. Hier unten steht, welches? Das Schild gibt an, dass diese Flasche ein chemisches Reaktionsmittel enthält. Um das Wahre vom Falschen zu trennen. Was soll das bedeuten? Ja, das muss ich mir jetzt auch erstmal überlegen. So, die möchte ich trennen und ich habe jetzt hier 4. Und die sind alle farblos. Und 2 Drittel habe ich hier gefüllt. Das funktioniert nicht. So, ich hatte letztes Mal, ich mache jetzt mal rot. Und lila. Mit weißer Flüssigkeit. Okay, ich kann das nicht trennen. Aber ich kann ich auch nicht kombinieren, ne? Ich probiere das jetzt einfach. Okay, das war's auch nicht. Ja. Wenn ich hier ein bisschen länger brauche, schneide ich das wahrscheinlich raus.